Das ist nicht cool, Brate. Du bist ein erwachsener Mann und das war ein Kind und ein Baby. Ein Kind und ein Baby. Was sagt uns das? Dass es eine Mutter gibt. Scheiße. Hallöchen, willkommen zurück zur 7. Folge Angegruselt. In der heutigen Folge von Angegruselt werden wir Home From Work 2 spielen. Ein kleines Indie-Horror-Game, was ich schon bei anderen gesehen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir das auch mal. Von der Atmosphäre her soll es eigentlich relativ gut sein. Die Bewertungen waren wirklich... Schrecklich gut. Für alle, die neu dazugekommen sind, das sind ja wieder einige. Angegruselt ist ein Format, wo ich immer neue Horrorspiele testen werde. Einmal die Woche. Kann mal lang, mal kurz sein. Kurze werde ich dann in einer Folge durchspielen. Und bei langen Horrorspielen werde ich fragen, ob ihr das weitersehen wollt oder nicht. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Play. Okay. Wieso fängt es sich an? Oh, dankeschön. Das ist ein Unity-Spiel. Und die laufen meistens nicht so flüssig, also müsst ihr mir wirklich verzeihen. Irgendwer hatte mir das mal erklärt, dass Unity-Spiele nicht so gut laufen. Beziehungsweise... Irgendwo habe ich es gelesen, gesehen. WASD, Space to Jump, F to Toggle Flashlight. F, okay. Okay. Low Graphics, okay. Hallo? 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 Na, da ist sowas. Hopp. Ach, E. Ah. E. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir machen müssen, aber ich schätze mal, wir müssen hier durchs Haus gehen. Ich habe ein schönes Haus. With the thunder, I probably should have a flashlight handy. I left on the kitchen island. Okay. Wir sollen also in die Küche gehen, aber... Digga, ich weiß nicht, wo in deinem Haus eine Küche ist. Egal, wir sind ja... Okay, E müssen wir drücken dafür. Machen wir einfach mal das Licht an und gucken, was hier so ist. Das ist ja so mein Schlafzimmer. Zwei Steckdosen nebeneinander. Okay. Nicht so ganz sinnvoll, aber... Pff, ja gut, ist ja nicht mein Haus. Also, ist ja mein Haus, ist mein Haus, sorry. Okay, ist auch mein Schlafzimmer. Da ist eine Steckdose. Okay, mein Haus scheint geräumig zu sein. Echt groß. Was ist das hier für ein Raum? Oh, mein Bad. Wo können wir duschen gehen? Yeah, cool. Ich habe sogar eine eigene Dusche. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein und gucken, was hier drin ist. Ah, da ist der Lichtschalter. Okay. Wieso habe ich zwei Schlafzimmer und mit dem gleichen Bett? Anscheinend habe ich genug Money. Du kannst mir Money abgeben. Ich würde dann so eine... Weiß ich nicht. Ich würde mir was Schönes kaufen. Vielleicht so ein Über-Hyper-Mega-PC. Egal. Wir gehen einfach mal nach unten. Wie soll in die Küche gehen, stand da? Wegen der Flashlight oder sowas. Ah, da ist der Lichtschalter, okay. So, das ist mein Wohnzimmer. Oh, Schnieke. Ich mag den Fernseher. Der ist schön groß. Okay. Ah, da ist der nächste Lichtschalter. So, was ist, wir sollen hier, oh. Ich glaube, wir müssen Batterien sparen. Schätze ich mal. Ich weiß noch, als wir Slender gespielt haben, also von daher benutze ich die Taschenlampe nicht mehr immer. Ich habe ja gesehen, was daraus wurde. Ey, will ich gar nicht anmachen. Ich will doch. 97% Batterien habe ich momentan, okay. Boah, hier sehe ich ja gar nichts. Okay, hier unten ist auch nochmal ein Bad. So. Jetzt haben wir überall... Habe ich die Tür zugemacht? Wow. Schöner Glitch hier. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Okay. Vielleicht hier lang? Nein. Ich wäre da gerne lang gegangen, aber leider können wir anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, also wie gesagt, diese Unity-Spiele haben irgend so eine komische Engine und... Das läuft dann nicht so schnieke. Bei anderen ist das im Übrigen auch so. Was sind das für Geräusche?
Ich höre doch Schritte, oder nicht? Na. Vielleicht müssen wir. Na. Wirklich? Nee. Shit, I sense that my lights are acting up again. What the hell is happening to. Oh nein. Oh nein. Sind wir schon auf dem Dachboden? Oh. Ich war eigentlich gar nicht hier drauf. Hier passiert doch irgendwas. Ach, wir können jumpen. Das ist vielleicht ein Jump'n'Run-Spiel. Was ich nicht schätze. Vielleicht ein Mario-Game oder sowas. Hä, wieso gehen wir denn auf den Dachboden? Naja, ich gehe einfach mal drauf. Vielleicht sind hier irgendwo Lichtschalter oder sowas. Ah. Basement Key. Was heißt Basement? Büro oder sowas, ne? Ich glaube schon. Also die Atmosphäre ist bis jetzt relativ nice, wenn ich ehrlich bin. Okay. Es stürmt draußen. Können wir die Lichter anmachen? Natürlich nicht. Basement Key, aber was heißt Basement, Mann? Meine Englischkünste, vielleicht der Keller? Nee, Basement. Ich glaube, wir wissen, wo wir lang gehen müssen. Atme nicht so laut, Mann. Du machst mir Angst. Ich habe echt keine Ahnung, was hier unten ist. Was ist das für ein Keller? Meine Güte, ich mag es nicht, wenn die so gruselige Keller haben. Und wie groß der ist. Hier kann man ja noch ein Haus hinbauen. Was ist das, eine Minibar? Na, große Bar, würde ich sagen. Okay. Ich habe mir dieses Spiel ausgesucht, um mich ein bisschen für Horrorspiele abzuhärten. Weil die Atmosphäre sehr gut sein soll. Es haben sich noch nicht viele runtergeladen. Okay. E. E. Ich habe E gedrückt. Sind die Lichter wieder an? Oben? Kein Jumpscare? No? Danke, Spiel. Boah, die Atmosphäre ist echt gut. Die Atmosphäre ist echt gut. Was müssen wir jetzt machen? Wieder alle Lichter an? Okay. Nase jucken. Ich schwitze schon, ey. Die Atmosphäre ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Ich bin begeistert von dem Spiel. Oh, ich liebe sowas. So. Jetzt wieder hier mein Schlafzimmer. Ja, das Spiel läuft echt nicht in 30 FPS, aber das liegt nicht an mir. Andere hatten auch das Problem. Habe ich gesehen, auch in den Kommentaren gelesen. Falls ihr das Spiel auch mal downloaden wollt, selber spielen wollt, der Link ist in der Description. So, wir machen den hier. Ah, mein Badezimmer. Ich will auch so ein Badezimmer haben, ist voll luxuriös. Voll luxuriös. Ich will auch mein eigenes Haus haben und dann überall LPen können. Dann will ich in jedem Zimmer so ein Hyper-PC haben. Hä? Oh. Das war jetzt unnötig. Ah. Ich mache einfach wieder im ganzen Haus Licht an. Und da oben gehe ich ganz bestimmt nicht mehr hin. Schreiende Babys. Nicht gut. Kannst du bitte deine Klappe halten? Was ist denn? Oh. Die Möbel schweben. Anscheinend sind die abgehoben. Wow. Okay. Alles gut? Möbel? Alles gut? Okay. Haben wir keine Angst? Hilfe? Was war das? Die Atmosphäre wird immer besser? Hallo? Jemand da? Nein? Okay. Wieso geht er einfach nicht raus? Oh, die Kellertür ist schon wieder offen. Wir müssen alle Lichter anmachen. Ich bin mir sowas von sicher, dass wir alle Lichter anmachen müssen. E? 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 Okay. Dankeschön. So. Alter, wieso ist das Klo denn hier dazwischen? Meine Güte. Achso, wir machen immer selber die Tür zu. Im Normalfall müssten wir wieder über Licht angemacht haben. Und wieso steht die Kellertür wieder offen? Habe ich die nicht zugemacht? Okay. Digga, du hast gesehen, dass deine Möbel abgehoben sind. Geschwebt haben und. Wieso ist da jetzt Licht an? Achso, ist nicht kein Licht an. Und wieso können wir nicht hier raus?
Wieso können wir nicht hier raus? Haben wir wieder... Irgendwas müssen wir ja bestimmt machen, aber Nink... Okay, das Bild ist jetzt runtergefallen. Ich glaube nicht, dass es normal ist. Oder du hast die Nägel nicht fest dran gemacht. Und ich spüre meinen Herzschlag. Okay. Alles gut, alles gut. Ach, schon wieder so ein Hyper-Fernseher. Ich habe echt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Nein, nein. Dusche. War die Dusche offen? Ja, ich glaube schon. Das wäre gut, wenn da jetzt ein Gesicht gewesen wäre. Wäre, glaube ich, schwer zu programmieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tim, der Manager hier auf dem Kanal, Tim, ist ja anfänglicher, fortgeschrittener, etwas in der Mitte Spieleprogrammierer. Er kann uns ja das etwas weiter erläutern, falls du das hier sehen solltest. Wir haben überall die Lichter angemacht. Entweder müssen wir jetzt auf den Dachboden oder in den Keller rein. Und ich glaube eher, wir müssen in den Keller rein. Und ich will da nicht rein, weil das da gruselig ist. Keller sind immer gruselig. Oder vielleicht müssen wir noch überall in den Räumen wieder rein oder irgendwas mit dem Bild hier machen. Toggle, toggle. Nein? Okay. Puh. Ich habe echt... Müssen wir wirklich auf den Dachboden? YOLO. YOLO, 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 YOLO. Hashtag YOLO-Bomb. Hashtag YOLO-Bomb. Hashtag YOLO-Bomb. Lalalala, ich bin Thomas, ich bin mutig, ich gehe auf den Dachboden. Kein Jumpscare. Jumpscares sind nicht Kinder. Kinder sind nicht gruselig, weil man die umklatschen kann. Meine Güte, die sind halb so groß wie du. Du bist ein erwachsener Mann. Du hast Angst, wenn da eine Kinderlache ist? Das ist ein bisschen bitter. Wir haben YouTube-Partnerkräfte, Mann. Weißt du, was das heißt? Wir können Kinder umklatschen. Okay, das war gruselig, muss ich zugeben. Das war echt gruselig. Nee, hör auf zu schreien. No, 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 no. Nein? Okay. Wir waren wieder auf dem Dachboden. Und die Lichter sind wieder aus. Die Lichter sind wieder aus. Und da sind jetzt rote Lichter. Rotlichtmilieu hier. Und wir können die Lichter nicht anmachen. Okay. Der Stuhl war da vorher noch nicht. Der Stuhl war da vorher nicht. Okay. Wieder lachende Kinder, das mag ich gar nicht. Und wieso sind hier die Lichter an? Komm schon, wenn du mir Angst machen willst, dann sollst du überall Lichter an und ausmachen. Echt jetzt? Überall Lichter ausmachen? Gleich Angst. Aber nicht nur da ein Rotlichtmilieu hinmachen, okay? Wir gehen jetzt weiter. Ich versuche die Horrorspiele etwas witzig zu gestalten, aber ich bin nicht so der Witzbold. 100 Euro, dass wir da rein müssen. Wer bietet mehr? La 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 la. Was müssen wir denn hier machen? Wieder die Lichter einschalten oder was? Sind doch an. Oh. Okay. Hallo? 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 Bist du da? Nein? Okay, ich gehe wieder nach oben. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ich möchte nicht. Tschüss. Okay, keine gruseligen Geräusche. Okay. 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 Der Stuhl hat sich wieder bewegt, oder? Der Stuhl hat sich bewegt. Natürlich hat der Stuhl sich bewegt. Wir haben nur noch 29% von der Flashlight und das Atmen wird lauter. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen lauter sprechen. La 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 la, boom, boom. Die Musik. Nee, ich habe keinen Bock. Aber wir waren gerade im Keller. Was sollen wir denn sonst machen? Wieder auf dem Dachboden? Nee, da war dieses komische Kind. Hier sind diese Gemälde. Ich habe echt keine Ahnung, was man hier machen muss. Die Folge kann natürlich auch nicht 50.000 Minuten gehen. Ich habe zwar YouTube-Partnerkräfte, aber ich habe echt keine Ahnung in dem Moment, was ich jetzt machen soll. Ich habe echt null Ahnung. Natürlich, ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, dass ich ein Pisser bin. Das bin ich auch. Ich habe Angst vor sowas. Vor Kellern insbesondere. Aber dieses Kind war schon etwas gruselig, das muss man zugeben. Und ich spiele das Spiel gerade am Morgen. Mal wieder runtergehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Was tut man eigentlich, wenn die Batterie leer ist? Ist hier vielleicht irgendwas? Das sind wieder Bücher. Okay. Hier ist die Küche. Atme bitte nicht so laut.
Das Atmen macht mir mehr Angst als alles andere hier. Wegen immer dieses... Das ist nicht cool, Brate. Du bist ein erwachsener Mann und das war ein Kind. Und ein Baby. Ein Kind und ein Baby. Was sagt uns das? Dass es eine Mutter gibt. Scheiße. Was passiert eigentlich, wenn man auf Escape drückt? Nichts. Okay. Man kann also das Spiel noch nicht mal pausieren. Ich habe aber echt keine Ahnung. Die waren ja schon im Keller. Da ist ja nichts passiert. Ey, ich mach meine Kopfhörer lauter. Ich bin lebensmüde. Ich bin Thomas. Hallo? Hier ist Player Gaddon. Ich spiele ein Spiel. Was? Die Atmosphäre ist echt nicht schlecht. Ich habe bessere Horrorspiele gespielt. Aber ich will nicht auf dem Dachboden. Wir bleiben jetzt einfach hier. Und warten, bis wir sterben. Aber was sollen wir denn machen? Den Keller können wir sowieso nicht mehr. Weil die Batterie gleich leer ist. Und mir fällt nichts mehr ein. Die YouTube-Partnerkräfte haben versagt. Digga, spring aus dem Fenster. Komm, wir springen jetzt gemeinsam aus dem Fenster. Nein? 2%? 1%? 0. Jumpscare? Können wir uns bewegen? Wir können uns tatsächlich bewegen. Ja, wir können nichts mehr machen, wir haben keine Batterie mehr. Es tut mir wirklich leid, Leute, aber... Ihr könnt es ja selber mal spielen und mir eure Erfahrungen teilen, falls ihr spielen solltet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Und falls ihr weitere Vorschläge habt für ein Horror-Game, schreibt sie ruhig in die Kommentare rein. Am besten mit Download-Link, am besten umsonst. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Thomas. Ciao.